Hallo liebe Freunde, hier ist Alpi. Ich zeige euch ein 2 gegen 2 Shogun 2 Action auf der Map Chugoku Fluss. Ich spiele zusammen mit Aeon. Unsere Gegner heißen Yolt und Snake Dragon vom Battlestar Clan, beides Gold Level Spieler. Ja, also keine Noobs, durchaus erfahren die Jungs und ich mache mal Pause, weil die Schlacht ist wirklich witzig und ich möchte euch mal so zeigen, was hier zunächst ins Feld geführt wird in dieser Schlacht. Die Map vielleicht ist eine Map, die ich ganz gerne mag. Sie ist relativ flach, sie hat diese Erhöhungen in der Mitte mit Wald drauf. Bieten gute Gelegenheit, um sich mit Fernkampfeinheiten zu verstecken und um hankerum Schutz zu finden vor gegnerischen Fernkampfeinheiten. Ja, die Dojos, wir haben einmal das Bauernhaus in der Mitte. Kein sonderlich wichtiges Dojo, wie ich finde. Wir haben die Werkstatt, das ist ein ziemlich wichtiges Dojo. Rüstung und Nahkampf haben wir für alle Einheiten, immer zu empfehlen. Jo, und auf der rechten Peripherie haben wir noch das Schwert-Dojo, auch sehr empfehlenswert, vor allem wenn man Schwerteinheiten mit dabei hat. Und hier sehen wir gleich schon die erste Schwerteinheit, die ist von Aeon, ist eine Level 5 Wuku-Einheit, oh, so mittelmäßig geskillt, aber sicherlich eine gute Idee von Aeon, meinem Mitspieler, wobei Mitspieler, ich muss vielleicht mal was sagen, ich habe von Aeon ja schon das eine oder andere Spiel gecastet. Und habe immer von einem Spieler geredet. Und ja, das ist falsch. Das ist kein Spieler, das ist eine Spielerin. Ja, ihr habt es erraten. Aeon ist eine weibliche Shogun 2 Total War Multiplayer Spielerin. Findet man nicht so wahnsinnig häufig. Und was man vor allem nicht findet, man findet nicht so häufig weibliche Multiplayer Spieler in Shogun 2 Total War, die auch was drauf haben. Ja, und Aeon hat was drauf. Und ab diesem Moment werde ich Aeon nicht mehr als er bezeichnen, sondern eben als sie, weil, ja, sie ist eine Frau. Tja, einfach zur Klarheit, dass wir das mal ausgeräumt haben. Wo war ich? Ja, Aeon, sie hat hier eine Einheit Wuku-Kämpfer. Gute Idee, dass sie die hier auch gleich zum Dojo schickt. Wie ihr wisst, die Wuku-Kämpfer, die kann man im Vorfeld platzieren. Also die sind nicht gebunden an den Bereich, wo man seine eigene Armee aufstellen muss zu Beginn eines Spiels, sondern man kann die Wuku-Kämpfer irgendwo auf dem Feld platzieren, also ich glaube auch nicht allzu weit, aber so in einem erweiterten Radius. Und ja, sie schickt sie hier gleich zum Schwert-Dojo und das ist sehr gut. Wir sehen uns vielleicht gleich mal kurz die Aufstellung von Aeon an. Also, sie hat hier Feuerkavallerie Level 5, ganz gut geskillt, wie ich finde. Dann eine Naginata Kriegermönchskavallerie Level 4. Wir haben nochmal Kriegermönchskavallerie Level 4. Sie hat Naginata Begleiter in der Front. Einen Daikyu Samurai mit 200er Reichweite. Gute Einheit. Naginata Samurai Level 3. Naginata Level 3. Naginata Level 4. Mittelmäßige Einheiten. Jo, und hinten haben wir Katanas Level 6. Level 6 und nochmal. Ja, nein, das ist Nodachi, Entschuldigung. Nodachi Level 6 und ein Katana Level 6. Ja, und hier hinten noch ein Naginata-Begleiter und das ist Hu, der General von Aeon. Schauen wir uns meine Armee an. Meine Kavallerie besteht aus Naginata-Kavallerie Level 7. Dann haben wir Yari Kavallerie Level 2 und eine Level 3 Naginata Kriegermönchskavallerie. Jo, Restarmee so ein bisschen gemixt. Wir haben Naginata Begleiter in der Front, 3 Stück. Ich habe 2 Einheiten Lundenschlösser mit dabei. Ich finde, auf der Map hier eignen sich Lundenschlösser ganz gut. Ist eine Level 2 Lundenschloss Kriegermönchseinheit und eine Level 2 Lundenschloss Samurai Einheit. Beide Einheiten einfach nur mit Upgrades auf Nachladen. Also, dass sie schneller nachladen und schneller wieder Salven weggeben können, finde ich fast die wichtigste Eigenschaft eigentlich, die man einer Lundenschlosseinheit geben kann, vielleicht abgesehen von der erhöhten Reichweite. Ja, und dahinter kommt mein starker
Schwertchor, ich habe Katana Samurai, ihr seht es mit 20 Nahkampfangriff. Dann haben wir Nodachis, 22 Nahkampfangriff, nochmal Nodachis mit 22, Katanas mit 20. Dann Naginata Samurai, ist eine Level 7 Einheit, ziemlich hoch geskillt, mein General. Eine Yari Samurai Einheit und nochmal Naginata Samurai, gut. Also, Ziel in dieser Schlacht von uns war eigentlich schnell zum Dojo, also zum Schwert-Dojo. Eon hält meine Flanke und dann boah, wird geprügelt. Unsere Gegner, machen wir ein bisschen langsamer vorwärts. Die Battlestar-Spieler, die haben eigentlich eine ziemlich seltsame Setups. Hat mich ein bisschen gewundert ab den Setups. Er hat hier zum Beispiel zwei Einheiten Bogen-Ashigaru, Level 7 und Level 7, aber ohne erhöhte Reichweite, sondern nur mit Upgrades auf Nachladen, Präzision und Munition. Naja, weiß nicht so recht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Naginata-Begleiter, wir haben eine Level 5 Yari-Samurai-Einheit. Noch mehr Naginata-Begleiter, der General, oh, Führerschaftsgeneral, wie ich sehe. Kriegermönchskavallerie, das ist Level 8, ziemlich hoch. Yari-Kavallerie, Level 7. Dann Yari-Ashigaru, Level 5. Ja, noch mehr Ashigarus, auch 5er Level. Bogenkriegermönche, 200er Reichweite, ziemlich starke Einheit. Das ist eine Level 8 Einheit, nein, Level 9 sogar. Ah, die Jungs haben es drauf. Ist eine starke Einheit. Ja, und hier hinten hat er noch ein bisschen Naginata Samurai, Katana Samurai. Auch nicht schlecht, alles so mittelmäßig. Level 8, oh, doch ziemlich hoch. Die Nagis sind Level 7. Nodachi Einheit, also ja, interessantes Setup. Sein Mitspieler, der Snake. Ganz ähnliches Setup. Katana-Kavallerie, Kriegermönchskavallerie. Dann hat er Bogen-Ashigaru ebenfalls, also wie sein Partner, und Bogen-Kriegermönche. Begleitereinheiten, Lehnschwert, dann hat Lehnschwert-Ashigaru, Level 4. Ja, Katanas, Level 7. Lehnschwert, Level 5. Dann hat er Naginata Samurai, Schwertbegleiter, Katana Samurai und Naginata Kriegermönche. Ja, ich zeige euch eigentlich jetzt mal, was hier drüben passiert, weil die Action in dieser Schlacht passiert vor allem beim Schwert-Dojo. Er hier hinten, also dieser Snake, ist lange Zeit ziemlich passiv geblieben. Ja, die Eon hat ihn hier auch so ein bisschen zurückgehalten mit der Kavallerie. Aber auch hier sehen wir eigentlich wieder einen ziemlich klassischen Fehler. Also die beiden, die sind ziemlich weit auseinander. Und ja, ziehen schon mal weg voneinander, und wie ihr wisst, im 2 gegen 2 ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass man ja, den Kontakt hält zu seinem Flügelmann, oder in meinem Fall zu meiner Flügelfrau Eon. Tja, gut, wir spielen mal weiter. Ja, ihr seht hier also, der Jolt, oder Jolt wie er heißt, schickt hier seine Kavallerie, ziemlich unüberlegtes Manöver, wie ich finde, sollte man nicht unbedingt machen. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass er meine Kavallerie hier erwischen kann im Fluss. Aber das wird ihm jetzt eben selber zum Verhängnis, weil, ja, seine Kavallerie wird ebenfalls ausgebremst und er hat eigentlich nichts, um hier zu decken. Also er kommt mit Naginata-Begleitern ran, schießt mit seinem Bogen-Ashigaru auf die Wukus, aber das bringt nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt ist seine Kavallerie eigentlich gebunden und ich kann von beiden Seiten hier, ja, ihn ein Sandwich nehmen. Gleichzeitig, boah. Ihr seht eigentlich auch den Beschuss der Bogen-Ashigaru, also das bringt gar nicht so wahnsinnig viel. Er feuert und feuert und feuert, aber viel, viel Schaden anrichten kann er eigentlich nicht mal. Weil, naja, die Bogen-Ashigaru, die sind einfach zu schlecht. Schlicht und ergreifend. Sniped, versucht hier meinen General zu snipen. Und muss jetzt aber natürlich zurückziehen, weil hier kommt er bereits ins Sandwich. Die Naginata-Begleiter werden ihm bereits weggedrückt. Bogenkriegermönche können schön feuern hier. Ja, und wir sehen jetzt, was hier drüben passiert. Ich habe meinen General rübergezogen, damit meine Kavallerie, die eben von den Skills her nicht ganz so stark ist wie seine Kavallerie, dass die ein bisschen besseren Moralsupport hat. Und ihr seht, das nützt auch. Eon bringt auch ihre Wuku-Kämpfer rein. Gleichzeitig kommt von hinten jetzt eine Naginata-Samurai-Einheit. Und damit ist eigentlich die Kavallerie von ihm hier schon mal Geschichte, von dem Jolt, oder wie er heißt.
War in dem Moment auch ein bisschen ein kritischer Moment, weil ich bin hier wirklich voll drauf gecharged hier auf meinen Gegner und musste mich eigentlich verlassen, dass Eon hier den Flügel hält. Hat sie aber auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Die Kavallerie ist weg. Das war ein gutes Zusammenspiel hier. Sie schickt auch gleichzeitig ihre eigene Kavallerie. Ja, und hier ist das Gemetzel voll im Gange. Ihr seht, Nodachis mit Banzai, ja, voll rein. Noch mehr Nodachis, die metzeln sich jetzt hier durch. Auch hier tobt der Kampf. Meine Katanas im Infight mit Yari Samurai. Ja, und das ist eigentlich ein ziemlich guter Beginn für 2 gegen 2. Ihr seht auch, Eon schickt ihre Kavallerie auf meinen Flügel. Und das ist eine ganz gute Maßnahme. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen in 2 gegen 2. Also wirklich ein Schwergewicht erschaffen auf einer Seite. Und einen Spieler ausnehmen. Gleichzeitig darauf achten, dass der andere Spieler nicht allzu gefährlich werden kann. Und das macht Eon hier sehr gut. Also wir nehmen ihn hier schön in die Zange. Hier bin ich durchgebrochen. Er kommt, der andere Spieler kommt jetzt mit einer Katana-Kavallerie hier und harasst meinen General. Ja, und das tut natürlich weh. Kommt jetzt hier in Lundenschlösser rein. Wobei, so schlimm ist es nicht. Ihr seht, ich habe noch massig Einheiten übrig. Kann jetzt hier eigentlich reinrauschen. Und zusammen mit Eon den Gegner ihn hier eigentlich ins Sandwich nehmen. Also sie kommt mit der Kavallerie, sehr schön gemacht. Ich habe auch noch Kavallerie vorrätig. Komm mit meinen Katanas. Hier ebenfalls Naginata Samurai. Yari Samurai von mir. Die Lunden können reinschießen. Hab gleichzeitig meine Naginata Kriegermönche, also die Kavallerie der Naginata Kriegermönche rübergeschickt, um die Katana Kavallerie von ihm hier aufzuhalten. Naginata Begleiter ebenfalls hier im Infight. Ja, funktioniert wunderbar. Er kommt jetzt wirklich ins Sandwich hier. Und auch hier wieder vielleicht mal ganz kurz 2 gegen 2. Ganz wichtig. Also der Mitspieler von ihm, der, wie heißt der? Der Snake. Der ist viel zu langsam. Also der ist zu weit weg. Wenn der jetzt ebenfalls hier reingekommen wäre, hätte er vielleicht noch was reißen können. Hätte er seinen Mitspieler vielleicht noch verteidigen können. Aber, er kommt ziemlich spät. Und ja, wir schauen mal, was das bewirken wird. Also ihr seht hier drüben die Armee von ihm hier, von Jolt, die fällt jetzt wirklich auseinander. Also er hat eigentlich nur noch seinen General. Zwar rollt jetzt sein Kumpel hier heran, aber Eon hat ja noch praktisch die ganze Armee. Jetzt habe eigentlich vor allem ich gekämpft und sie mit ihrer Kavallerie. Hat sie aber sehr, sehr gut gemacht, wirklich einen guten Support geleistet. Ja, und er macht jetzt auch einen Fehler, lässt sich hier natürlich von der Kriegermönchskavallerie chargen von Eon. Ja, und ihr seht's, nur noch der General übrig und der Herr Klapper hat noch eine Einheit Bogenkriegermönche hier. Die ist noch ziemlich intakt, aber bringt ihn auch nicht mehr wahnsinnig viel. Ja, und der General von Jolt ist weg. Hat aber gut gespielt hier, der Junge, finde ich. Nicht schlecht gemacht, hat gut ausgehalten. Ich würde mal sagen, der schwarze Peter geht eher an seinen Mitspieler, der ihm nicht wirklich geholfen hat in diesem Match. Ja, und die Lunden können jetzt hier schön wegknallen. Kommt hier mit den Naginata-Begleitern. Ich habe aber auch noch Naginata-Begleiter. Und solange die Lundenschlösser schießen können, bringt das nichts. Ich bringe jetzt meine Naginata-Samurai wieder in Stellung. Fange seinen Charge ab mit den Katanas. Hab selber auch noch Schwerteinheiten, die ich neu gruppieren kann. Hab selber keine Kavallerie mehr. Und ihr seht, ich meine, Eon hat eigentlich ihre Hauptarmee, die hat sie noch nicht mal eingesetzt. Aber das ist eben das, was das 2 gegen 2 ausmacht. Das ist auch gar nicht nötig, weil alleine die Drohkulisse, die sie hier aufbaut, und die paar Einheiten, die sie reinschickt, das reicht schon. Weil er traut sich nicht, sich zu öffnen hier, weil er weiß ganz genau, wenn er jetzt hier reinrauscht mit der ganzen Armee, dann wird er geflankt und wird aufgerieben. Und so kann ich hier eigentlich schön eine Einheit nach der anderen so tröpfchenweise niedermachen. Mache jetzt einen Flankenlauf mit meinen Katanas, wie ihr seht. Also schick die außen rum, um seine Kriegermönche hier fertig zu machen. Und hier vorne kämpfen Naginata-Begleiter den heldenhaften Todeskampf. Und die rocken wirklich. Also zusammen mit den Naginata-Samurai von Eon. Bam, in die Bogenkriegermönche rein. Ja, nehmt das, ihr Bogenkriegermönche. Tja, Naginata-Begleiter gegen Bogenkriegermönche, das ist doch was. Ja, und ihr seht, hier habe ich aufgeräumt und kann sofort weiter drücken.
Ja, und Eon hält eigentlich immer noch den Hügel hier und das ist sehr gut. Also, ich meine, vielleicht mal ein bisschen langsamer. Könnte jetzt der Eindruck entstehen bei diesem Spiel hier, dass ich eigentlich den ganzen Job mache und die Eon hier oben einfach rumsitzt. Stimmt aber nicht, sie macht das ganz gut. Es wäre viel, viel schlimmer, wenn sie sich irgendwie verhaspeln würde und jetzt hier außen rumliefe und irgendwo weiß nicht wo stünde. Das ist okay so, weil bei mir läuft es ja, ich komme durch und er hat keine wirklich sehr starken Einheiten mehr. Ihr seht auch die Bogen Ashigaru, das sind keine Einheiten. Ich meine, das sind nur noch Bogeneinheiten und die können nichts ausrichten, aber auch gar nichts gegen einen entschlossenen Angriff. Die Eon hier drüben blockiert die Katanas, das macht sie hervorragend. Aber auch noch eine Yari-Samurai rübergeschickt. Ja. Jetzt werden hier die Bogeneinheiten wirklich aufgerollt. Bam. Und ihr seht jetzt mal, wie schnell die Bogen Ashigaru fliehen. Die haben null Moral. Also die Moral von denen ist wirklich grottenschlecht. Deshalb würde ich die auch nie mitnehmen auf Schlachtfeld. Ich weiß nicht, warum die Jungs das gemacht haben. Kann ich echt nicht empfehlen. Nehmt keine Bogen Ashigaru mit. Sieht man praktisch überhaupt nicht. Und ihr seht auch, warum. Also, ich meine, es ist keine starke Einheit. Die machen nicht viele Kills. Haben eine extrem miese Moral. Ja, und das Ding ist gewonnen. Sehr schöne Schlacht, wie ich finde. Auch großes GG an unsere Gegner. Die haben gut gespielt. Die haben sich was getraut. GG an Eon. Die beste Total War Spielerin, die beste weibliche Total War Spielerin, die ich kenne. Ja. Und jetzt wisst ihr es ja, Jungs. Also wenn ihr mal auf die Eon trefft irgendwann im Spiel, dann seid verdammt nochmal anständig, weil wenn ihr nicht anständig seid, kriegt ihr es mit mir zu tun. Ja. Gut. Wir schauen uns noch die Statistik an. Von diesem Match. Das war echt witzig. Ich finde, das sind dann auch wieder Momente, wo Shogun Total War echt Spaß macht. Wenn man so schöne Spiele machen kann. Ja, wir sehen es also. 1547 habe ich getötet, 1455 habe ich aufgestellt, die Eon mit 1365, 873 Kills. Ja, und die beiden haben eigentlich auch nicht schlecht Kills gemacht. Also 844 eher, 800 der Snake Dragon. Und wir schauen uns mal an, die Katanas, die haben nicht mal Banzai, 274 Kills. Naginatas auch sehr gut, 222. Und nochmal zwei Einheiten über 200. Noch eine Samurai, Naginata Samurai Einheit und eine Katana Einheit. Die Yari Samurai waren auch nicht schlecht. Ja, und sonst so durchschnittlich. Dann mein direkter Gegner, der Battlestar Jolt oder Jolt. Nodachi ist 120 Kills. Ja, und wir sehen auch die vielen Bögen. 1, 2. Das waren sicherlich 4 Bögen, glaube ich. Wenn ich richtig gezählt habe bei ihm. 3 oder 4 Bögen. Na mal. 1, 2, 3 Bögen. Entschuldigung, 3 Bögen. Ist ein bisschen viel, wie ich finde. Da muss er anders spielen. Da muss er mehr Speere mitnehmen, um die Bögen zu verteidigen. Zu viel Schwerter für die Bögen, finde ich hier. Zu wenig Kavallerie. Die Eon Feuerkavallerie, 155 Kills. Also die Kavallerie, die sie an meinen Flügel geschickt hat, die hat ziemlich gerockt. Ja, sonst auch eher unspektakulär. Die Nagi ist noch mit 139. Und der Snake Dragon, ja, der war meiner Meinung nach eigentlich, der hat am schwächsten gespielt in diesem Match, finde ich. Weil er hat seinem Spielpartner nicht die Flanke gehalten. Ist irgendwas in der Gegend rumgedüst und hat das Dojo geholt. Ist ja alles schön und gut. Aber wenn man dann zu spät kommt, bestraft einen das Leben. Katana Kavallerie, 127 Kills. War auch schon die beste Einheit. Der Rest ist unter ferner liefen, würde ich sagen. Ja gut, schönes Match. Vielleicht ein ziemlicher Gegensatz zu dem, was ich euch im letzten Mal gezeigt habe. Also den Drophacker. Ja, so macht Shogun Spaß. Auch der Multiplayer. Gute Gegner, die bis zum Schluss gekämpft haben. Gute Mitspielerin. Spielerin. Und ja, ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.